So, das sind jetzt die Sachen, die ich nachher noch verkaufen werde. Das heißt, nur ein Teil davon. Also hier, das kriegt die geschenkt, die junge Dame, die sich selbstständig machen will. Ach, da spart sie eine Menge Geld. So Equipment für ein Kosmetikstudio. Und hier ist noch eine Liege drin, alles ganz neu, also für mobile Kosmetik. Und dann kriegt sie noch so eine Lupenlampe hier. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal bei der Kosmetikerin wart. So, wartet mal. Hallo, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt mal den Stab in der Hand, ein bisschen weiter weg. Und warte jetzt auf die junge Frau, die eigentlich schon um 12 hier sein wollte. Und es ist gleich um 2. Also das liebe ich ja auch, ne? Also. Ja, aber ich habe heute eine wunderbare Erfahrung im Waschsalon gemacht. Warum war ich im Waschsalon? Nicht, weil ich keine Waschmaschine habe, sondern weil ich in meiner neuen Wohnung ganz gerne... Ich werde ein neues Bett dort haben, mit einer, also einer 41er Matratze. Das heißt, das neue Bett, das steht jetzt, hier ist untergestellt. Und die Matratze liegt da jetzt schon 2 Jahre rum. Es ist eine ganz tolle Matratze und hat so einen richtig fetten, dicken Matratzenschoner. So, und gute Matratzen sind ja teuer. Also werde ich diese Matratze nehmen und diesen Matratzenschoner wollte ich waschen. Den kann man sogar zweiteilen, das heißt ein Oberteil, ein Unterteil. Und ich habe versucht, das in diese Miele-Maschine reinzustopfen. Ging nicht, dachte ich mir, okay. Also das geht ja nicht, ne? Also okay, es ging schon, aber dann wäre alles so voll gewesen und dann wird das ja nicht sauber. Dann bin ich... habe ich das eine riesengroße Ikea-Tüte gemacht, bin in die nächste Reinigung gewackelt und habe gefragt, ob die... Nö, nur chemisch reinigen. Bin ich in die nächste Reinigung gewackelt? Ja, wir schicken das weg. Sag ich, was kostet das Ganze? Ja, also pro Teil bei 1,40, bei Breite 1,40, 35 Euro, das heißt 70 Euro für Waschen. Da dachte ich mir, wow, das ist aber ganz schön teuer, ne? Ja, und dann sagte mir die junge Frau aber in dieser Reinigung, gehen Sie doch mal in den Waschsalon. Und da bin ich immer schon vorbeigelaufen. Ich finde es ja faszinierend, wenn Leute im Waschsalon sitzen und da auf die Waschmaschinen gucken und auf die Trockner, wie ding, ding, ding alles dreht. Und ja, dann bin ich in diesen Waschsalon rein mit diesem Zeug und stand da erstmal wieder Ochs vorm Tor. Ich überhaupt keine Ahnung mehr. Und ich hatte keine Brille mit. Also riesige Erklärtafeln, voll Hightech, alles tolle, riesige Maschinen. Unter anderem auch Maschinen, also große, so Jumbo-Maschinen. Ne? Also normale geht ja so ein Teil nicht rein. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt habe ich keine Brille mit, was ein Scheiß. Ne? Weil ich ja die Lesebrille nicht immer in der Tasche habe. Ich hatte auch keine Handtasche mit, weil ich ja nur diesen riesen Ikea-Beutel hatte und ein bisschen Geld. So. Und dann dachte ich mir, nee, das wirst du ja wohin kriegen. Und da war da so ein netter Mann. Das heißt, ich wusste nicht, ob der nett ist. Ich habe den einfach angequatscht und der war aber nett. Und der hat mir das dann eingestellt. Ja, und dann habe ich eine Stunde, habe ich also 2 Maschinen belegt, 2 Jumbo-Maschinen und habe meinen Matratzenschoner da drin gewaschen. Und der kam blütend weiß und total sauber wieder raus. Und das ist mir viel lieber. Also ich habe dann 7 Euro kostete so eine Ladung. Und selbst in diese Jumbo-Maschine ging dieses Riesenteil. Also ich hätte auch 2 reinstopfen können. Aber ich wollte, dass das schön Platz ist, luftig ist und gut durchgewaschen wird. Die Wechseljahre rausgewaschen werden. Hm. Ihr wisst, was ich meine, ne? Scheiße. Diese Hitzewallung, diese Schwitzerei. Gut. Weil es soll ja alles neu und schick und schön sein, ne? Ja, und dann habe ich das auch getrocknet. Also den Trockner, das ist ja irre, ne? Und was er da... Das ist sehr interessant, da Leute zu beobachten, wer da so alles reingeht. Junge Leute, alte Leute, viele... Jetzt nicht deutsches, also nicht deutsche Bevölkerung. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Die vielen, vielen Menschen, die bei uns leben mittlerweile. Also ich kenne die Nationalität nicht, kann die nicht auseinanderhalten. Also Kinder... Und auch sehr viele Alte ist mir aufgefallen, ältere Damen, ältere Herren. Also schon Deutsche dann, ne? Dachte ich mir, aber nur Mann. Naja, ich sag nur Thema Altersarmut. Okay, wir wollen aber jetzt nicht traurig werden. Ja, achso, was ich sagen wollte, ich habe also 14 Euro bezahlt statt 70. Das ist doch mal, ne? Das nenne ich mal sparen. Also ich war total begeistert und habe mich diebisch gefreut. Und dachte mir so, das ist jetzt alles in 2 Stunden erledigt gewesen. So hätte ich das dann dahin gebracht. Also ich war ja schon da. Dann hätten die das eingeschickt, hätte dann eine Woche gedauert oder so. Und ich hätte 70 Euro bezahlt. Und nicht mal die Garantie, dass nur meine Wäsche gewaschen wird. Und nicht, dass sie mit irgendwelchen anderen Sachen dann auch zusammen. Ne? Gerade bei so Matratzen. Naja. Anyway. So, das ist jetzt... ihr habt ja gesagt, ne? Ich soll labern. Ich soll quatschen und euch irgendeinen Kram erzählen. Ja, also ich werde mal sehen. Das ist, aber wisst ihr noch was, Süßen, ihr Süßen? Ich liebe eure Kommentare. Ich liebe sie wirklich. Und ich finde das so toll, dass ihr euch öffnet.
Aber ich habe zum Beispiel gestern mal Sonntag, da habe ich fast den ganzen Sonntag bei diesem mega geilen Wetter da gesessen und habe eure Kommentare beantwortet, weil ich dachte mir, Mensch, so schöne Kommentare, da musst du drauf antworten. Du kannst dir nicht nur Herzchen geben, aber ich schaffe das nicht mehr. Ihr seid mir bitte, bitte, bitte nicht böse, wenn ich nicht mehr jetzt in den nächsten Wochen, also da, ne, weil ihr schreibt mir dann auch so viel. Das ist ja auch total süß und ich liebe das auch. Aber wenn ich auf jedes eingehe, dann sitze ich nur noch vor dem Computer. Und dann wundert ihr euch, wieso hatten diese rote Augen? Hat mir mal eine geschrieben, wieso hast du mal so rote Augen? Also ich saufe nicht, ich habe die roten Augen, weil ich A, zu wenig schlafe und B, Computer, ne, Bildschirmarbeit ist auch sehr anstrengend für die Augen, obwohl ich meine Augentropfchen nehme. Na gut. So, also sie ist immer noch nicht da. Ich habe schon vorher jetzt, dachte mir, okay, machst du jetzt einen Film, vielleicht kommt sie dann. Ist ja oft so, wenn du dann was machst, dann, aber die hat immer noch nicht geklingelt. So, dann werde ich mal, ich bin guter Hoffnung, ich bin guter Hoffnung, ihr Süßen, dass ich die Butze kriege. Also der Makler, mit dem habe ich heute Morgen telefoniert, habe ich schon erzählt? Ich weiß es nicht, also. Der kann das natürlich nicht beeinflussen. Der hat die Unterlagen all, also von diesen ganzen Bewerbern, diesem Vermieter zugeschickt und der gute Vermieter kann sich dann entscheiden. Und dann gibt der Makler mir Bescheid, hopp oder top. Und bitte nicht Arschkarte. Ich will nicht Arschkarte haben, weil dann wäre schon mal eine Sorge weniger, also ein Haken, ne? Wohnung. Und dann kann ich nämlich weiter organisieren. Ich bin zwar jetzt auch schon am Organisieren, was ich alles schon mache. Mein Sohn sagt auch, wieso machst du das alles jetzt schon? Du hast ja die Wohnung noch gar nicht. Sag ich, nee. Aber wenn ich sie dann habe, dann muss alles hobbledihopp und schnell gehen, weil ab März sind hier die Handwerker drin und dann ist nur noch Dreck und Bröl und Kram. So, ich will es nicht so lange werden lassen. Also heute hatten wir Thema Waschsalon. Mega. Also ich war noch nie, wie gesagt, im Waschsalon und ich fand das eine sehr interessante Erfahrung und ich werde morgen wieder in den Waschsalon gehen und werde mein tolles Bett waschen, was ich jetzt im Winter, also ne, mein, man hat ja gute Betten, also ich habe gute Betten und ich habe die immer, also immer, na, also so saisonweise wasche ich die ja dann auch, die Betten, aber eigentlich ist das schon eng in der Waschmaschine, also da passt es rein, das Bett, in die Waschmaschine, aber ich werde das in diese große Trommel werfen, also ich finde das faszinierend, wie so eine riesige Waschmaschine und dann das Zeug da drin, ne. Weil ich habe nämlich ein Bild hier, so eine Frau im Waschsalon, so ein gemaltes Bild und wie man praktisch ihren Träumen nachhängt, während sie wartet und sich dabei praktisch ihre Träume auf den Körper bemalt. Nun denn, also, das war jetzt Vlog Nummer, weiß ich nicht, 5? Keine Ahnung, ich weiß nicht aus dem Kopf. Es geht weiter, ich halte euch auf dem Laufenden und vielen lieben Dank und bitte, ihr habt Verständnis, ja? Die nächsten Kommentare, bitte, bitte schreibt mir weiter. Lesen tue ich total gerne. Ich lerne euch ja so dadurch kennen. Das finde ich ja geil, dass ich euch durch meine Vlogs kennenlerne, weil ihr aus euch herauskommt. Und das ist wunderschön. Ich finde, das ist so einzigartig auf diesem Kanal. Genau das, dass ich genau die Richtigen getroffen habe, die jetzt Frauen, die was erlebt haben, Frauen, die was auf dem Kasten haben, Frauen, die viel Scheiße erleben oder erlebt haben und was die alles schon hinter sich haben und ein bisschen so erzählen und das Gefühl haben, nee, ich bin nicht allein, obwohl ich alleine bin. Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und deshalb ist dieser Kanal, also der wird noch, das wird noch abgehen, ich sag's euch, das wird noch richtig toll. Und wir mittendrin. Also, ne, ihr wisst Bescheid, Kirsti kann jetzt nicht immer zurückschreiben. Aber das wird sich wieder ändern, okay? Versprochen. Also, ihr Süßen. Macht's gut, seid besonders gut zu euch und ich zu mir auch, damit ich nicht umfalle. Und ich habe jetzt Zink, ich habe mir hochdosiertes Zink gekauft. Hat meine Freundin mir gesagt, kauf dir Zink für dein Immunsystem. Ich habe mir Zink gekauft, nicht aus der Drogerie, weil diese Drogerie, wollte ich euch auch noch sagen, diese Drogerie-Arznei, Vitamine und ganzen Ferz, was ihr da kaufen könnt, das unterliegt ja dem Lebensmittelgesetz. Und auch diese Tees, das ist längst nicht so wirksam wie die Geschichten aus der Apotheke. Ich habe mir von Doppelherz also Zink gekauft und werde jetzt mal so eine Zinkkur machen. Ist ja auch für Haare und Haut und Nägel gut und fürs Immunsystem. So, damit ich hier nicht umfalle, ne? So, jetzt habe ich wieder geredet wie ein Entenarsch. Ihr Süßen, macht's gut. Ciao, ciao, bis bald.